Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dishonored. Achtung, Bürger von Dunbar. Ja. Folgende Geschäfte wurden aufgrund von solchen Erregern geschlossen. Ja, das wissen wir ja. Beschlagnahmt. Barrows Barbershop and Surgery. The Duke and Dancer Alehouse. Merritt's Printing Firm. Pennyworth so. Tech and Set. Weiter geht's. Und heute widmen wir uns mal wieder den wichtigen Dingen. Und gucken mal, ob wir hier nichts vergessen haben. Wir gehen jetzt mal weiter. Ding. Haben wir noch irgendwelche Aufträge oder so? Ich glaube nicht, ne? Den Betäubungsfall finde ich nicht so gut. Da sind die Drecksratten. Die werden wir mal gepflegt aus dem Weg gehen. Auch welche. Da kommen nämlich leider immer mehr. Gut, dann geht's jetzt weiter. Hier unten die Jungs haben wir ja auch schon besucht. Da dürfte auch nichts mehr sein. Ja, jetzt nur die Frage, wohin. Wir schleichen aber. Ist mir lieber. Denn hier um die Ecke war ich noch nicht. So richtig weit, glaube ich. Es sieht doch danach aus, da liegen schon ein paar Tote. Nee, müssen wir nichts tragen. Ja gut. Weiter geht's also. Wir gehen jetzt. Hey. Ist nichts mit Zoomen. Wegen alt linke Maustaste. Hallo Martin. Angeblich fällt einem am zweiten Tag die Haut ab. Stimmt das? Oder ist der Juckreiz das Schlimmste? Oder die Ratten? Jasper, nicht wahr? Es ist gar nicht so. Tag. Psst, Corvo. Ich bin es. Aufseher Martin. Was für ein Anblick Sie in der Maske bieten. Ich weiß, gut, ne? Wer Sie sind und was Sie wollen. Und ich kann helfen. Befreien Sie mich und ich spendiere Ihnen in ein paar Tagen einen Drink. Beim großen Nichts. Ich spendiere Ihnen 100 Drinks. Also allererstes Mauma. Ich leide. Was haben wir denn? Hinweise. Er trägt das schwarze Buch bei sich. Das ist ja prima für ihn. Er will ihn vergiften. Was? Kräfte. Ja, unsere Kräfte, genau, Kräfte. Wir haben noch 6 Runen über. 6 Runen, mein Gott. Die Knochenartefakte haben wir alle 3 aktiviert, die wir benutzen. Nachtsicht würde ich noch nicht, dass wir das bräuchten. Schattenangriff. Sterben zu Asche, ne, ja. Ich glaube, wir nehmen mal. Wo war das? Beherrschen nehmen wir mal. Finde ich gut. Für vor allen Dingen die Stufe 2 von Beherrschen. Ja. Nehmen wir. So, in die Stufe 2 von Beherrschen kriege ich noch nicht. 5 Runen. Denn da kann ich kurz Menschen übernehmen. Ne? Wie ihr seht. Ich glaube, die können wir dann ne, irgendwo die Klippe runterschmeißen oder so. Dafür gibt es ein Tutorial von dem Ding. Ja, zeig mal. Na toll, Tutorial ist hier. Na, da vergessen wir das mal wieder. Schlechte Durchblutung und habe meine Handschuhe vergessen. Es wäre nett, wenn Sie mich freilassen oder mir wenigstens etwas Feuerholz bringen könnten. Feuerholz? Wofür willst du denn Feuerholz, hör mal? Soll ich dir Feuer unterm Hintern machen? Also erst müssen wir den hier mal erledigen. Man weiß, so. Die feine Steinmetzarbeit von Dunwalls Pflastersteinen erst dann zu. Was für ein Anblick Sie in der Maske bieten. Ich weiß, wer Schalter. Sie sind. Zack. So.
Fühlt sich gut an, wieder gerade zu stehen. Glaube ich dir. Vielen Dank, Corvo. Bitteschön. Ihre Mission hier und heute ist äußerst wichtig. Wir müssen Emily finden und Campbell töten. Und zwar schnell. Wenn er tot ist, durchsuchen Sie ihn nach seinem berüchtigten schwarzen Tagebuch. Machen wir. Dann verschwinden Sie. Campbell trifft sich mit einer Wache namens Kernow, die er meinen Informationen zufolge vergiften will. Vielleicht können Sie das zu Ihrem Vorteil nutzen. Ich kann hier nichts mehr ausrichten, also werde ich mich zum Hound Pits Pub begeben. Tschüss. Wenn ich den Schiffer Samuel sehe, sage ich ihm, er soll im Hinterhof auf Sie warten. Hinter dem Büro des Oberaufsehers. Mögen alle Geister Sie leiten und möge der Kopf unseres Gegners zu Boden fallen, ohne dass Sie Schaden nehmen. Na sicher. Gucken wir mal die Pumpe an. 113 Meter Rune, das alles... Dann gehen wir mal. Wie kommen wir denn hier rein? Teleporter einsetzen, um sich hoch zu beamen. Okay. Wieso denn? Wir können ja auch klettern, oder? Hep. Hep. Warum soll ich denn? Ja, die Bottles-Jungs kenne ich doch schon. Ich las just in den Archiven vom Zeichen des Ketzers. Es klang schmerzhaft. Haben Sie je das Ritual gesehen? Ich habe es niemals zur Anwendung kommen sehen. Nein, es ist sehr selten. Aber ich sah einst jemanden, der das Zeichen trug. Ein ehemaliges Mitglied unseres Ordens, versteht sich. Auf einer Klausur passierten wir ein Fischerdorf und da saß er, bettelnd. Was hatte er verbrochen? Wer weiß. Das Zeichen ist für einen Aufseher. Oder gar den Oberaufseher reserviert, der ich sehe nicht gut aus, und für wenn immer ich hier ausgestoßen sieht. Werden muss. Befolgen Sie die 7 Gebote und Sie das ist nicht gut. Weg hier, lauf, Horst, lauf. Ich nehme gar nichts. Laufen wir drumherum und dann verstecken wir uns wieder. Jetzt sind wir versteckt, ne? Doch nicht. Komm her, du Hund! Wer den tötet, wird befördert! Stirb, du Spinne! Flöhe! Nein, ich will dich! Passt auf! So, da hast du davon. Wieso steht der denn noch? Ach, verdammt! Verrat dem Großen nichts, du Schwein! Der Mann, den du getötet hast, war einer meiner Freunde. Ja, das ist das Übliche. Mögen alle Geister sie leiten und ja, weiß ich doch. Unseres Gegners zu Boden fallen, ohne dass sie Schaden nehmen. Versuchen wir mal. Da. Kann ich da hinporten? Oben drauf. Ich las just in den Archiven vom Zeichen des Ketzers. Es klang schmerzhaft. Haben Sie je das Ritual gesehen? Ich habe es niemals zur Anwendung kommen sehen. Nein, es ist sehr selten. Stecken? Aber ich sah einst jemanden, der das Zeichen trug. Ich finde dich schon noch. Ich finde dich schon noch, sagt er. Wenn du dich zeigst, werde ich milde walten lassen. Moment, jemand ist tot. Ja, jemand ist tot. Dein Kollege, mit dem du gerade gesprochen hast. Ach. Du hier bist. Mist. Wenn ich dich finde, hast du nichts zu lachen. Hast recht. So ist das Ganze noch viel einfacher. So. Na gut, Schluss jetzt. Nichts passiert. Eine Leiche. Dafür wird jemand bezahlen. Wo denn? Waren wohl nur Ratten. Ja, richtig. Waren nur Ratten. Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist. Abschauen. Wo bist du? Für Ratten. Los, fress ihn auf. Jetzt vergessen.
Weg mit dir, du Hampelmann. Du Spinner. So, bisschen mehr Action hier. Die Jungs gehen mir nämlich auf den Nerv. Trink mal ein. Du auch, Mistvieh. Haben wir denn irgendwas? So. Ja, damit. Alles einkassieren. So. Hier unten runter war was, habe ich vorhin gesehen. Yep. Noch irgendwo was. Müssen wir schön gucken. Nicht immer die Hälfte liegen lassen, das mag ich nicht so. Kann man hier rein? Nö. Okay, das haben wir ja schnell gereinigt. Gehen wir gleich in das Gebäude, aber erst gucken wir noch hier drin. Ist hier irgendwas? Ja! Danke. Jetzt aber schnell rein hier. Tür zu. Zieht. Weg mit dem Viehzeugs, bevor zu viele werden. Zeig mir her. Was? Alles mitnehmen. Ich kann keine weiteren Mana-Elixier mehr tragen, dann trinke ich doch eins. Wie wäre das? Nehme ich. Nehme ich auch. Nehme ich alles. Draußen sind die Ratten am Fressen. Ah, geh weg. So. 83 Meter, Rune. Wir gehen mal hier unten gucken. Na, hier sind doch bestimmt Ratten irgendwo, oder?